Nintendo Presents von Enix. Boom, boom. Unser Planet besitzt zwei Seelen. Ein äußeres und ein inneres Antlitz. Eine Licht- und eine Schattenseite. Boom, 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 boom. Ein geiler Herzschlag im Hintergrund. Wirklich geil, der Herzschlag. Ja, muss man erwähnen. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Bum bum. Bum bum. Ach ja, sehr schön, sehr schön. Und jetzt hört man die Uhr. Und man sieht hier tolle Malereien an der Wand. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Ja, das hört sich, bis jetzt hört sich das gut an. Muss man erwähnen. Und jetzt sieht man hier ein schönes Segelschiff. Toll. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Oh weia, oh weia. Jetzt ist es gleich 12. Eieieiei. Okay, und jetzt sieht man ein Flugzeug. Yay, geil. Oh weia, jetzt ist es gleich soweit. Alles entwickelte sich prächtig. Doch dann kam das Böse wahrscheinlich, oder? Ja, doch. Hört sich schon böse an. Ja, doch. Aber der Hintergrund sieht geil aus. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. Ja, so entstanden Gut und Böse. Wo die gute Seite gibt, gibt's auch die böse Seite. Und wo die böse Seite ist, gibt's auch die gute Seite. Also, oh weia, jetzt ist es gleich 12 Uhr. Was passiert jetzt? Nein, die Uhr geht kaputt. Und die Uhr zeigt eine Zeit an, die es nicht geben sollte. Eieieiei. Und die Uhr verwandelt sich jetzt in einen Planeten. Zur Erde. Genau, geil. Und wir gehen in den Planeten rein. Geil. Und herzlich willkommen nach zwei langen Wochen, meine lieben Zuschauer, zu meinem allerersten Single-Let's Play von Terranigma von 1996. Ja, und ihr könnt auch schon gut raten, wenn ich das jetzt hier aufnehme, dann wird es natürlich auch so sein, dass ich endlich meine Festplatte habe. Ja, Gott sei Dank. Ja, das war hier meine Testaufnahme. Das überspringen wir jetzt. Neu. Ja, wie heiße ich? Das ist eine sehr gute Frage. Also, in meinem Kanal heiße ich jetzt Lufia Evolution 666, aber ich... Hier gibt es ja leider keine Zahlen, deswegen werde ich jetzt meinen Real-Namen nehmen, nämlich René. Haha, so heiße ich in Wirklichkeit. Haha. Gut, und wir fangen direkt mit Kapitel 1 an, ist ja logisch. Und das Kapitel heißt Versunkene Kontinente. Gut, gut, gut. Ja, also, wie gesagt, jetzt geht's richtig los mit meinen Let's Plays. Und ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß mit mir zusammen haben werdet. Und jetzt geht's schon los. Melina, du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja, den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Na, du bist ja optimistisch, Melina. Aber naja, wir glauben dir schon. Keine Panik. So, und hier der... was sage ich da? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also tut mir leid, weil das jetzt mein allererstes Single-Let's Play ist. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Aber das wird schon, keine Panik. Also hier das Buch mit der blauen Flasche ist ein Speicherpunkt. Und ich überschreibe jetzt mal den... Punkt hier, wo ich die Testaufnahme gemacht habe. Bing! Und es geht schon direkt los. Und weiter. Gut.
wollen wir hier erstmal ein paar ansprechen. Na, René, hat Melina dich wach geküsst? Liebe muss schön sein. Ja, die ist auch schön. Hast wohl keine Freundin, deswegen sagst du auch sowas. Naja. Eins sprach der Weise. Die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte? Das hört sich interessant an, was der Weise gemeint hatte. Aber das kommt noch, keine Panik. Was er damit wirklich meint. Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Yay, geil. Ich bin Abfahrer, cool. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, René. Ja, und das sage ich auch schon mal im Voraus. Falls ich mich jetzt mal verlesen sollte oder so, das ist keine Absicht oder so. Ich bin etwas aufgeregt, also das tut mir leid, weil das jetzt mein allererstes Single-Let's Play ist. Ich weiß, ich wiederhole mich, weil ich ein bisschen verrückt bin. Tut mir leid. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, René. Als ich an der Tür... da passierte schon. Toll. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Also tut mir leid, falls ich jetzt was Falsches immer vorlese. Das tut mir wirklich leid. René, meinst du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen? Nein. Das ist meine Melina. Schaff dir bitte eine andere Freundin an. Danke. Du Glücklicher, ich hätte auch gerne eine Freundin wie Melina. Tja, so sind wir halt. Hihi. Und hallo, das ist der Weiße. René, tritt näher. Okay. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Ja, tut mir leid. Die Hühner kamen von allein auf die Idee. Na gut, ich habe sie in die Weberei gejagt, aber... Genug jetzt. Schweig! Geh und entschuldige dich auf der Stelle. Ist ja gut, Weißer. Mein Gott. Muss doch nicht so aggro sein, ey. Ja, und die Truhen, die kann man jetzt leider noch nicht öffnen. Aber das kommt noch. Halt! Wer hat dir erlaubt, die Truhe zu berühren? Niemand eigentlich, aber naja. Hätte ja sein können, mein Gott. Okay. Dann wollen wir mal hier mal die Stadt Krysta uns näher betrachten. Hallo, Angler. Ruhe, ich angle. Ja, ist ja okay. Ich wollte dich jetzt damit nicht stören. Entschuldigung. Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Interessant. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Und das ist der Händler. Hier können wir verschiedene Sachen kaufen. Hier zum Beispiel die Heilk... Nee. Doch, ich glaube, die heißt Heilknolle. Füllt 20 Kraftpunkte auf. Wenn wir jetzt auf L1 drücken. Da steht es ja auch. Info. Dann die etwas größeren Knollen. Füllt 70 Kraftpunkte auf. Und das ist das Gegengift. Heilt Vergiftungen. Und das ist ein Stab. Stärke plus 4. Aus robustem Holz gefertigt. Und das ist ein Mantel. Plus 5 Abwehr aus 10 Leder geschneidert. Ja. Aber wir haben ja leider noch kein Geld. Aber das kommt noch alles. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Also keine Panik. Und hier ist der Magier. Hier können wir verschiedene verschiedene Ringe und so kaufen. Und Zaubersprüche. Aber dafür brauchen wir Kristalle und Geld. Die Kristalle besitzen magische Kräfte. Bringst du sie mir, entfache ich ihre Kräfte und wandle sie in Zauber. Genau. Das habe ich auch gerade im Kurzformat erklärt gehabt, lieber Magier. Aber das meinte ich halt. Und... nee, ist klar. Das Huhn möchte den... Wetterhahn spielen. Oh, gut. Hallo, Mann. Ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Also bis jetzt sieht's noch toll aus. Und guckt euch das an. Der Kürbis hat einen Kopf. Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. Ja.
Das sieht man. Oh, du kannst toll springen, aber ich kann noch besser. Hihi. Okay, dann wollen wir mal zu der Weberei gehen. Hallo. Du schon wieder. Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Entschuldigen, natürlich. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Ja, okay, hast ja recht, Weberin. Hallo, Melina! Ich darf sonst nicht mit dir... ich darf sonst nicht mehr mit dir weggehen. Ja. Melina, ist dir das gerade aufgefallen? Ich habe mich gerade entschuldigt. Also können wir schon öfters jetzt zusammen gehen, wenn du es möchtest. Ja. In Krista. Das ist toll. Okay, dann wollen wir mal wieder zurück. Und dann... Oh, hallo, was ist denn jetzt hier los? Nichts zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. René, du kommst gerade recht. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Was willst du von mir? Nein. Der Weiße ist ausgegangen. Wir wollten doch etwas ausprobieren. Diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. René, willst du es probieren? Naja, es hat bestimmt einen guten Grund, warum die verschlossen ist. Aber naja, ich will es mal ausprobieren, sicher. Ich werde es versuchen. Also, vielleicht, René, vielleicht gelingt es dir. Langsam, boah, ich bin aufgeregt.